Stimmungsvolle Ambiance beim 224. Zürcher Derby GC gegen FCZ. 18.000 Zuschauer wollten sich dieses brisante Kräftemessen nicht entgehen lassen. Zürich-Trainer Urs Fischer konnte heute im zentralen Mittelfeld wieder auf die Dienste von Xhaka Tsouaghi zählen. Heinz Bamettler rückte in die Innenverteidigung. Das erste Eindrücke und Fakten aus dem Letzigrund. 29.000 Zuschauer im St. Jakob Park und der FCB mit zwei gesperrten Verteidigern. Deshalb musste er, Xherdan Shaqiri, heute als linker Außenverteidiger aushelfen. Thun-Trainer Murat Yakin konnte mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen. Basels anderer Außenverteidiger Markus Steinhöfer leitete die erste gefährliche Aktion ein. Strell und Goli da Costa verpassten. Und das Runde flog nur ganz knapp am Eckigen vorbei. Ein Freistoß brachte so dann Thuns Goli da Costa in Nöte. Dann diktierte Schiedsrichter Busacca den nächsten Eckball für die Basler. Da Costa und die Latte retteten diesmal. Der FCB in den ersten 25 Minuten klar überlegen, aber noch immer ohne Torerfolg. Zurück in Zürich. GC in der Defensive, der FC Zürich mit einer Freistoßmöglichkeit. Xhaka Tsouaghi setzte im Derby das erste, zugegebenermaßen kleine Ausrufezeichen. Dann Freistoß auf der Gegenseite für die Grasshoppers. Vajori mit dem Kopfball an die Latte. Allerdings hatte der Schiedsrichterassistent eine Abseitsposition signalisiert. Die Wiederholung zeigt, dass dieser Entscheid absolut richtig war. GC spielte munter mit und das kam bei Urs Fischer irgendwie nicht gut an. Der nächste Vorstoß der Hoppers. Renella vorbei an Barmettler. Renella mit dem 1:0 für GC. Ein Paukenschlag schon in der Startphase. Ein toller Angriff von GC. Ein satter Schuss von Vincenzo Renella. GC 1, FCZ 0. Das hatten so nicht viele erwartet. Die GC-Führung nach 14 Minuten war nicht unverdient. Zeigt der FCZ auf der Meisterschaftszielgeraden Nerven die Reaktion mit Schönbechler. Noch wirkte der FC Zürich nicht so dynamisch und schwungvoll wie am Mittwoch gegen Basel. Im Ansatz klappte es zwar nicht schlecht, doch im entscheidenden Moment fehlte noch die letzte Präzision. GC gefiel besser. Außenverteidiger Meneses schaltet sich in den Angriff ein. Manje gegen Meneses, Penalty in der 30. Minute. Der Pfiff umstritten, aber sicher vertretbar. Wir lösen den Fall auf. Meneses stolpert in die Beine von Manje. Unglücklich diese Aktion für Manje. Eine Berührung im Laufduell. Meneses geriet in Schlingern und bekam den Elfmeter. Das Duell Johnny Leoni gegen Iset Hajrovic. Eine klare Sache für Hajrovic. GC ging im Stadtderby nach einer halben Stunde gar mit 2:0 in Front. Für Leoni gab es bei diesem Penalty nichts zu halten. Mein lieber Mann, was ist nur mit dem FC Zürich los? Wer Meister werden will, muss etwas bieten, dachte sich wohl auch Alphonse bei diesem Versuch. Es blieb noch etwas Zeit vor der Pause. Der Anschlusstreffer wäre natürlich wichtig für den FCZ. Kukuruzovic, zu umständlich, immer wieder blieb der Z hängen. GC 2, Zürich 0, das Pausenresultat ein Hammer. Urs Fischer hielt mit seinem Assistenten Kriegsrat, guter Rat war teuer. Aufregung im St. Jakob Park nach einer knappen halben Stunde. Thuns Verteidiger Matic stieg im Strafraum hoch, aber vor allem auch seine Hand. Ein Penalty-Pfiff wäre möglich. Ja, nötig gewesen. Glück für die Thuner. Der nächste Eckball für den FCB, ein Gewühl in Postennähe und das 1:0 für Basel in der 34. Minute.
Granit Xhaka zuerst am Ball, Benjamin Huckel vollendete schließlich. Dann endlich die erste Thuner-Angriffskombination, die diesen Namen verdiente, mit Andrist und Lescano. Lescano nochmals zu Andrist und der traf herrlich zum 1:1 in der 38. Minute. Ein großartiges Tor, allerdings begünstigt durch eine mangelhafte Basler Deckung. Das 1:1 ein bisschen wie der Blitz aus heiterem Himmel. Die Thuner verkauften ihre Haut so teuer wie möglich. Sie machten das geschickt bis zu dieser folgenschweren Rückpassserie. Matic gegen Streller und Penalty. Eine heikle Situation. Erst schien Streller ein bisschen einzusteigen, dann drückte Matic dagegen. Zu stark, zu viel, Elfmeter. Penalty oder nicht? Ansichtssache. Alex Frey verwandelte sicher zum 2:1. Es war Freys 25. Meisterschaftstor zum 2:1 Pausenstand. Der Elfmeterentscheid war etwas umstritten, die Basler Führung aber hoch verdient. Der FCZ hatte sich einiges vorgenommen für die zweite Halbzeit, doch die erste nennenswerte Aktion gehörte wieder den Grasshoppers. Zuber im Megara verpasste im Zentrum ganz knapp. Wer weiß, vielleicht wäre das bereits in der 48. Minute die Vorentscheidung gewesen. So konnte der FC Zürich weiter hoffen. Urs Fischer mochte nicht mehr zusehen. Er wechselte, Memedi ging, Joker Nikci kam. Was änderte sich? Vorerst nichts. Geze war und blieb besser. Zuber. Herrlicher Absatztrick, Emegara, dann Renella, das 13:0 in der 54. Minute. Geze völlig losgelöst und der FC Zürich schlitterte in ein gewaltiges Debakel. Der einen Mannschaft gelang alles, bei der anderen funktionierte überhaupt nichts. So sah das aus. Das Leiden von Urs Fischer beim 3:0, sie sind hautnah dabei. Entgleitet dem FCZ heute der Meisterpokal, noch war nicht Feierabend. Nikci brachte Schwung, Nikci jetzt aber, nein, es wollte nicht sein. Diese Aktion typisch, Fazit nach einer Stunde im Letzigrund. Es war bislang definitiv kein Nachmittag für den FC Zürich. Die Basler begannen die zweite Halbzeit genauso, wie sie die erste aufgehört hatten, mit Angreifen, nämlich Jacques Suhr zu Granit Xhaka, direkt abgenommen zum 3:1 in der 53. Minute. Murat Yakins Umstellung auf eine Dreierabwehr hatte sich hier als kontraproduktiv erwiesen. Freistoß zum 4:1. Damit bereits zweimal 13 Tore für die Nummer 13. Viele gierten nach dem Ball, keiner berührte ihn. Frey schon wieder Torschütze. Nach einer Stunde war die Partie entschieden. Entschieden, aber noch nicht vorbei, denn die Thuner spielten unbeirrt weiter und nützten die etwas lascher werdende Gegenwehr zu Chancen. Andrist blieb einfacher Torschütze. Auf der Gegenseite. Suhr mit einem weiteren schönen Zuspiel, diesmal auf Shaqiri. Und der nützte seine Wendigkeit und seine Schusskraft zu einem weiteren herrlichen Treffer zum 5:1, 10 Minuten vor Schluss. Shaqiris 5:1, eine Augenweide.
Heute gingen die Pläne von Thun-Trainer Murat Yakin für einmal nicht auf. Dafür jubelte ganz Fußball Basel trotz Dusche von oben. Basel-Thun 5:1. 13:0 für die Grasshoppers. Urs Fischer, der FCZ-Trainer, haderte mit dem Schicksal. Am Mittwoch hatte seine Mannschaft brillanten Fußball gezeigt. Heute aber enttäuschte der FC Zürich auf der ganzen Linie. Aufgepasst auf diese Szene. Teixeira, was für ein übles Foul gegen Emagara. Klare Sache, die direkte rote Karte für Teixeira nach diesem Kung-Fu-Tritt. Aubacke. Die gute Nachricht, Emagara konnte weiterspielen. Ein kleines Fußballwunder. Das Einsteigen von Teixeira war unterste Schublade. Was konnte der FC Zürich jetzt noch bieten? Es blieb noch eine Viertelstunde. Koch. Alphonse, tatsächlich das 3:1 in der 76. Minute. Resultat, Kosmetik oder doch noch ein Aufbäumen zu zehnt? Alphonse hatte diese gelungene Kombination erfolgreich abgeschlossen. Eze legte einen Gang zurück, nur darum kam der FCZ in der Schlussphase besser zur Geltung. Nikci, das war die letzte Chance in diesem einseitigen Derby. GC 3, FCZ 1, ein geknickter Urs Fischer verzog sich in die Katakomben. Das Momentum hat gekehrt, der FC Zürich wurde von GC und von Petrus kalt geduscht.